Hallo Freunde, Cosmic Comic Rider hier. Es hat jetzt lange gedauert, aber hier ist der nächste Teil der Cosmic Ghost Rider Reise. Heute geht es um die erste Story, in der er vorkam, und zwar seine First Appearance in Thanos Wins. Viel Spaß. In den Augen der Unendlichkeit sind Anfang und ein Ende fast nicht zu erkennen. Der Tod eines Soldaten, der im Krieg erschossen wird, wurde schon mit der Herstellung seiner Kugel bestimmt. Welcher beliebte Bösewicht aus dem Marvel-Universum, wenn nicht Thanos selbst, könnte eine solche Überzeugung teilen? Er ist unvermeidlich. I am inevitable. Aber was macht der Mad Titan, wenn er mit etwas konfrontiert wird, dem er nicht standhalten kann? Was, wenn seine eigenen Überzeugungen und sein Credo sich gegen ihn stellen? Genau diese Fragen werden uns in der kosmischen Aufarbeitung einer oft erzählten Problematik in dieser Geschichte von Donny Cates unfassbar schön in Szene gesetzt. Der Mad Titan, der Unvermeidbare, trifft auf sich selbst und muss sich gegen sich selbst beweisen. Im November 2017 übernahm Donny Cates die damals aktuelle Thanos-Reihe von Jeff Lemire und hatte viele verrückte Ideen dazu. Er schrieb diese auf und präsentierte es Marvel und erwartete eigentlich, dass er einiges abändern soll. Aber zum Glück war dem nicht so. Und somit konnte er seine teilweise irrwitzige und absurden Veränderungen des Marvel-Kosmos mit all den verrückten Ideen umsetzen. Aber was erzählt er denn eigentlich genau? Es ist eine klassische Selbstfindungsgeschichte. Nur diesmal mit dem Mad Titan Thanos in der Hauptrolle. Wir starten auf dem Planeten der Chitauri, den Thanos gerade erobert hat, und als der vorige Herrscher bettelt, wird er sauer, denn ein König bettelt nicht. Dies ist eine seiner festgelegten Regeln, die für ihn über allem steht. Aber als er den Nicht-König dann aussprechen lässt, sagt er, dass es ja alles cool ist, ne? Jetzt ist er Big Boss und... Aber bitte pfeif doch deinen Dämon zurück, der immer noch unsere Leute killt. Thanos hat erstmal keine Ahnung, was er meint, aber das wird schnell geklärt. Auftritt Cosmic Ghost Rider. Der ist nämlich aus Gründen, die uns noch nicht bekannt sind, einfach da und wütet wild herum. Aber noch bevor Thanos ihn zur Rede stellt, haben wir ein kleines, schönes Detail. Auf dem Planeten schneit es nämlich Blut. Durch den Cosmic Ghost Rider wird der Schnee aber zu Regen. Und Thanos muss grinsen und zeigt ein wenig Zufriedenheit, weil ihm das Blut an, ich nenn's mal, bessere Zeiten erinnert, ne? Merken wir uns für später mal. Der Mad Titan stellt also den Cosmic Ghost Rider zur Rede und der erklärt ihm, dass Thanos doch bitte mitkommen soll, weil wichtig, wichtig. Und da Thanos sich wehrt und der Ghost Rider aber die Stärke besitzt, ihn zu fesseln und zu entführen, macht er das doch mal. Und mit einem Bruchstück des Timestones geht's in die Zukunft zu einem Thanos, der alles erreicht hat. Naja, fast, komme ich noch zu. Und in dieser Millionen Jahre späteren Zukunft nun mal gewonnen hat, ne? Thanos wins. Um jetzt mal die Story etwas knapper zusammenzufassen, der zukünftige Thanos hat den jungen Thanos zu sich beordert, um den Fallen One zu besiegen, weil dieser der Letzte ist, den er noch töten muss, um seiner geliebten Lady Death zu gefallen, ne? Und wer ist dieser Fallen One? Es ist natürlich kein geringerer als der Silver Surfer Black. Aber bevor dieser auftaucht, bekommen wir ein wenig Interaktion zwischen den Thanosen, Thanoi, Thanen, was ist eigentlich der Plural von Thanos? Thanosen. Egal. Der junge Thanos und der alte Thanos sind sich hier halt mal kaum einig und es gibt ganz schöne Differenzen. Dennoch lässt der junge Thanos sich darauf ein und hilft sich selbst, ne? Wir bekommen jetzt ein wenig diese unvermeidbare Zukunft gezeigt. Es gibt quasi niemanden mehr außer dem Cosmic Ghost Rider, Thanos und dem Hund. Aber welcher Hund? Es ist kein geringerer als der Hulk, der von Thanos in seinem Keller des Palastes hier, den er sich gebaut hat, in irgendeinem Knochenpit vor sich herlebt, ne? Und er ist auch völlig neben der Spur, ne? Nachdem wir also die Grundhandlung erklärt haben, bekommen wir dann die Origin des Cosmic Ghost Riders erzählt. Also vom Punisher zum Rider zum Cosmic Ghost Rider bis hin zur rechten Hand des Mad Titan. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man auf die Bedeutung des Cosmic Ghost Riders für diese Geschichte hinaus will. Immerhin wollte der Rider Thanos bestrafen. Aber der bietet ihm halt eine Bestrafungsorgie bis ans Ende der Zeit an und das findet er halt cool. Und da sie sich gegenseitig nicht besiegen können und der Ghost Rider sowieso tot ist, passt das ja auch super zu Thanos' Plan. Nachdem wir also die Origin des Riders haben, geht es auch endlich los und der Fallen One, also unser Silver Surfer Black, taucht auf, weil er Thanos besiegen will und Thanos fragt ihn, wie er das wohl schaffen will und warum er so lange gewartet hat. Und der trumpft halt damit auf, dass er gewartet hat, bis er würdig ist. Er hat nämlich tatsächlich Mjölnir in der Hand. Und somit bricht ein wilder Kampf aus und die Thanose und der Rider
kämpfen zusammen gegen den Surfer in einer epischen Schlacht. Was passiert? Der Surfer killt den Rider und Thanos besiegen den Surfer mit Hilfe einer geschickten Ablenkung durch den Hulk, den sie dabei auch gerade töten. Also alles nach Plan gelaufen für den Mad Titan. Jetzt taucht Lady Death auf im Hochzeitskleid. Vermeintliches Hochzeitskleid. Doch sie ist noch nicht zufrieden, es fehlt noch das ultimative letzte Opfer. Thanos muss sich selbst noch töten. Und das war natürlich auch der eigentliche Plan des alten Thanos, was der junge Thanos natürlich direkt gecheckt hat, ne? Jetzt bricht ein epischer Kampf zwischen den beiden Titanen aus und das sieht unfassbar gut aus, ne? Und der junge Thanos besiegt den alten natürlich, doch als dieser dann darum bettelt, getötet zu werden, weigert sich der junge Thanos, da ein König nicht bettelt. Auch wenn der alte Thanos ihn anfleht und damit argumentiert, dass dies ja seine Zukunft sei, die er sich selbst, und also selbst verdammt, indem er ihn nicht tötet, zieht der junge Thanos es einfach vor, zurück mit Hilfe des Timestones und der restlichen Power Cosmic des Surfers zu reisen und schwört einfach, den unvermeidlichen Thanos zu vermeiden, indem er alles daran setzt, nicht zu diesem Thanos zu werden. Der alte Thanos verschwindet nun langsam, weil die Realität aufhört zu existieren und übrig bleibt nur Lady Death. Aber was haben wir jetzt hier gerade gesehen? Was war das für eine Geschichte? Eine klassische Geschichte, in der ein Charakter über sich und seine Fehler hinauswächst und nur durch den Bruch mit sich selbst ans Ziel kommt, ne? Was meine ich damit? Wir bekamen am Anfang seine Anschauung, sein Weltbild gezeigt. Alles ist vorherbestimmt, es gibt keine Zufälle, er ist unvermeidbar, er wird siegen. Aber sieht sich durch die Reise ans Ende damit konfrontiert, dass ihm sein eigenes Ich nicht gefällt. Er bettelt, er ist in seinen Augen schwach, er lebt mit dem Rider zusammen und gibt seine tägliche Dosis Penance Stare. Er ist nicht in der Lage, den Hulk zu töten, er sucht Hilfe. Alles Eigenschaften und Verhaltensweisen, die er selbst verabscheut. Aber das ist nun mal, was aus ihm wird und in seiner Weltanschauung unvermeidbar. Schließlich lässt er sich darauf ein, aber nach den Ereignissen, die dann durch den Kampf mit dem Surfer, dem Kampf mit sich selbst und der Begegnung mit Lady Death, macht er eine Wandlung durch und erkennt, dass er nur gewinnen und diese schreckliche, also für ihn sehr schreckliche Version seiner selbst, verhindern kann, indem er sein eigenes Weltbild über den Haufen wirft und das Unvermeidbare vermeidet. Er beschließt, die Zukunft ungeschehen zu machen, auch wenn dies bedeutet, dass er vielleicht nachher nicht gewinnt und nie seine Lady Death erreicht. Das wird mit dem Ende des Buchs auch so gesehen angedeutet, weil keine alternative Zukunft erscheint, sondern alles schwarz wird. Thanos gewinnt auf persönlicher Ebene, indem er seinen Vorstellungen treu bleibt, aber zu dem Preis des Verlierens. Aber was ist jetzt mit dem Cosmic Ghost Rider? Warum war der denn jetzt da? Nur so ein Cash Grab für Marvel wegen neuem Charakter? Die ultimative Neuentwicklung des Punishers? Nein. Und dass der Charakter so beliebt wurde, ist natürlich schon der Vermarktung geschuldet, was mich persönlich ja nicht stört, aber für die Story ist er tatsächlich essentiell wichtig. Diese Cashcrab-Idee wäre auch sowieso albern, immerhin war von Anfang an geplant, dass er stirbt. Und er stirbt ja auch. Also. Der Rider ist unser Symbol in dieser Geschichte. Erinnert ihr euch noch an den Anfang des Videos, das kleine Detail mit dem Regen? Thanos ist direkt indirekt angetan vom Rider. Und der Rider ist genauso stark wie Thanos. Er verfolgt auch ein höheres Ziel, das nur mit seiner Weltanschauung zusammenpasst. Ihr merkt es vielleicht schon, auf was ich hinaus will, der Rider ist so gesehen ein Spiegelbild von Thanos. In ihm erkennt er sich selbst. Aber warum gerade dieser Charakter? Es ist wichtig, dass es hier um Frank Castle geht, denn dieser hat auch eine Vorstellung von Gerechtigkeit, die nur er wirklich gut findet und das Letzte umsetzen will. Um ein Gleichgewicht der Stärke zu schaffen zwischen den beiden, muss er ein Gott sein und zum Spirit of Vengeance werden. Um die Wandlung, die Thanos durchmachte, als er zum Big Boss wurde und niemandem mehr unterstellt wurde, musste der Rider zum Herald werden. Und sein Boss Galactus natürlich überleben. Und genau wie Thanos wirft er seine Prinzipien aus niederen Gründen über Bord und wird die rechte Hand des Mad Titan. Die Parallelen zwischen den beiden ziehen sich durch die Geschichte wie ein roter Faden. Und mit dem Tod des Riders wird auch der Punkt in der Geschichte überschritten, in der der junge Thanos erkennt, dass er über sich hinauswachsen muss. Das war für mich auch so der große Pluspunkt der Geschichte. Ich war hin und weg, wie es Donny Cates geschafft hatte, etwas so Abgefahrenes wie den Cosmic Ghost Rider zu entwickeln und ihn dann auch tatsächlich essentiell wichtig für die Entwicklung des Charakters Thanos zu verwenden. Also von mir gibt es natürlich hier eine absolute Leseempfehlung, ne, für dieses fantastische Buch. Ich hoffe, das ist besser. Das war schon irgendwie. Ich dachte, das hat man vielleicht schon gemerkt, oder? Das ist einfach eine Geschichte über einen unfassbar grausamen Bösewicht, der über sich selbst hinauswächst, aber er wird keineswegs weniger grausam oder weniger böse. Der unvermeidbare Mad Titan wird vermieden und macht eine interessante, lebensverändernde Erfahrung. Und wie es auch im Buch steht, ist nur eins gewiss und unvermeidbar, es endet alles mit dem Tod. In diesem Sinne, ciao, euer Rider.
Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke. Die Reise des Cosmic Ghost Riders geht natürlich weiter. Ich werde natürlich dann bald das nächste Video dazu rausbringen. In diesem Sinne, ciao.